Und da wir selber begeisterte Fahrradfahrer sind, haben wir uns eben überlegt, wie man am besten eben diese Sicherheit mit Airbag-Systemen in Fahrradfahren transferieren kann. Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, heute auf der Eurobike-Messe in Frankfurt. Ich möchte euch heute mitnehmen, Mountainbike-Neuigkeiten aus der Bike-Branche anzuschauen und E-Mountainbike natürlich auch. Ich bin ganz gespannt, was es so zu sehen gibt. Let's go! Hier haben wir eine ganz besondere Nische an E-Bikes gefunden. Wir sind hier bei Ben E-Bike. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und mal sagen, was macht denn dieses Konzept besonders? Also wir von Ben E-Bike bauen extrem leichte, ultraleichte Fahrräder, E-Bikes für Kinder, die von 20 Zoll bis 27,5 Zoll gehen und von Kindern auch wirklich handelbar sind. Unser leichtestes Rad wiegt 10 Kilogramm, ja. Inklusive Akku und Motor. Ist somit leichter als viele Biobikes und die Kinder kommen da super mit klar und haben wahnsinnig Spaß. Was ist denn so da der Schlüssel gewesen für Sie in der Entwicklung, zu sagen, das sind Teile, wo man wirklich sinnvoll Gewicht sparen kann, ohne Kompromisse machen zu müssen, was Fahrsicherheit und sowas angeht? Also wir haben nur hochwertige Komponenten verbaut. Der Schlüssel ist ein ultraleichter Alurahmen. Der Schlüssel ist sehr leichte Reifen. Bei allen Komponenten musst du einfach darauf achten, dass du Gewicht einsparst, ohne zulasten der Sicherheit zu gehen. Sprich Carbonlenker, teilweise Carbon-Sattelstütze. Ja, alles, was man gerade so braucht. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ich denke mal, die Bandbreite der Kinder, die das nutzen, sind von ich fahre mit der Family einen schönen Schotterweg am Fluss entlang bis hin, ich habe Bock auf Trails mit Papa und da geht es auch mal ein bisschen wilder zu. Gibt es da irgendwelche Freigaben, wenn jemand sagt, ich fahre mit meinem Kind auch im Bikepark die Flow Trails oder wie ist das geregelt? Ja, kannst du machen, muss halt das entsprechende Rad haben. Wir haben auch ein Fully im Programm, das geht dann ab 24 Zoll los und da kannst du super im Bikepark fahren. Unsere neueste Entwicklung hat dann ein Mittelmotor mit 70 Newtonmeter, ist dann für die Größeren. Da kannst du natürlich richtig Spaß haben. Es wiegt unter 18 Kilo und wird voraussichtlich um die 4000 Euro kosten. Also echt eine Kampfansage. Da kannst du kein Erwachsenenrad für kaufen in der Gewichtsklasse. Ja, wenn man sich das jetzt anschaut, ist es ja immer die Gretchenfrage bei E-Bikes. Das wird dann bei Kindern oder bei Familien, wo ja auch wieder verschiedene Bedürfnisse und Gegebenheiten zusammenkommen, wird die Frage stellen, Reichweite. Kann man jetzt sagen, okay, ich stelle meinem Kind das so ein, dass der jetzt nicht die komplette Tour auf Turbo fährt? Natürlich, klar. Ich kann alles regeln. Du kannst über Software kannst du das Fahrergewicht anpassen und wenn du das Fahrergewicht runterdrehst, also leichter als der Fahrer tatsächlich wiegt, dann erhöhst du natürlich auch radikal die Reichweite. Wobei wir jetzt hier einen 250 Wattstunden Akku in dem leichtesten, kleinsten Rad drin haben. Ja. Das reicht für ein kleines Kind locker für 60, 70 Kilometer. Okay, so lang fahren können die nicht. Gar nicht. Okay. Nee. Von Spielplatz zu Spielplatz. Und, okay, wenn ihr jetzt mal schaut, ihr seid ja jetzt auch schon länger am Markt, in welche Richtung bewegt sich das denn von eurer Zielgruppe? Mehr in die sportive Richtung, also Kinder wollen mit Papa, Mama Trails fahren oder auch mehr in der Freizeit, wir fahren Fahrradtouren und es geht auch darum, dass nicht nur die Eltern einen Motor haben. Ja, genau beides. Also so wie du sagst, es gibt Familien, die wollen Radtouren machen, es gibt Familien, die wollen sportlich fahren. Viele kommen zu uns, weil sie beim Bikeverleih ein Benny-Bike geliehen hatten und in den Bergen zum Beispiel und gesagt haben, hey, das will ich auch. Und es haben alle natürlich Spaß damit. Super, dann bedanke ich mich für die ganzen Informationen und vielleicht letzte Frage, Bike-Festivals oder Testmöglichkeiten, ist da für dieses Jahr noch irgendwas angedacht? Es gibt ja Events bis in den September, Oktober rein. Ja, zum Beispiel September, Ischgl E-Bike WM, da sind wir da, da kannst du unsere Räder testen, kein Problem, aber du kannst auch jetzt hier auf der Eurobike Samstag, Sonntag im Außengelände, kannst du unsere Räder ausprobieren und siehst, wie cool die sind. Fachhandel oder direkt Vertrieb? Also wir haben direkt auch eine Webseite, aber wir verkaufen natürlich auch über den Fachhandel. Okay, da findet man auf der Webseite auch die Händler.
Genau. Okay, super. Dann bedanke ich mich und freue mich natürlich für alle Familien. Und vielleicht, wenn meine Tochter soweit ist, wird es dann auch mal so ein Rad geben zum E-Biken mit Mama und Papa. Ja, danke. Vielen Dank. So, liebe Leute, wir sind bei Lightwheel am Stand auf der Eurobike-Messe und ich muss zugeben, ich habe gerade ein kleines überraschendes Erlebnis gehabt. Ihr kennt das KAIS-System bei Lightwheel und bei Canyon. Das ist dieses System, wo über eine Feder und einen Seilzug quasi der ganze Lenkbereich stabilisiert wird, und das soll halt Vorteile bringen. In der Theorie, aber in der Praxis haben viele bestätigt. Und ich muss zugeben, diese Bewegung hier, als ich die gesehen habe in den Videos, Berichten und so weiter, das sah für mich aus, als wenn das sehr straff wäre. Das heißt, dass man viel Kraft braucht, um da so reinzuziehen. Und jetzt hier an diesem Simulator habe ich direkt gedacht, huch, was ist denn da los? Ist das ausgeleiert? Aber das ist beabsichtigt so. Also jetzt würde ich so sagen, meine Meinung, wo ich vorher dachte, will ich gar nicht erst testen, erinnert mich irgendwie so an so Einschränkungen und unangenehm, unnatürlich, würde ich jetzt sogar revidieren und sagen, ich würde auf jeden Fall auch mal testen. Weil es soll ja für schnelle Trails, schnelle Abfahrten gut sein. Und ich würde dann ganz gerne ein bisschen Spitzkern fahren, Hinterrad versetzen und so. Dann ein paar Mal springen und das Vorderrad so leicht einschlagen. Ja, also ich muss sagen, da bin ich jetzt ganz offen für. Und schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt, das System ist ja jetzt schon länger vorgestellt worden. Habt ihr es vielleicht mal auf einer Messe, auf einem Event, Festival oder so getestet? Reizt es euch überhaupt nicht? Findet ihr es unnötiger Schnickschnack? Oder vielleicht doch eine sinnvolle Innovation? Ein Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen will, ich habe jetzt gerade mal hier nachgefragt, weil man könnte ja denken, okay, die Feder leiert dann aus, je mehr man das benutzt. Aber die haben eine Maschine gehabt, wo die das getestet haben, Millionen Zyklen und die ist dauerfest. Also das ist ja auch mal nochmal ein Faktor zu sagen, vielleicht ist es ja doch interessant, wenn man es auch nicht andauernd die Feder wechseln muss oder so. Gut, ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt, und ich freue mich mal, das Teil im Real Life zu testen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sind jetzt hier bei Rock Machine am Stand und ganz spannend, mal wieder einen Prototypen, eine komplette Neuheit zu sehen. Und wir lassen uns das mal kurz erklären auf Englisch. Es geht darum, hier ein Bike zu haben, wo man die verschiedenen Federwegsklassen und Einsatzbereiche alles in einem Bike hat. Ja, dann fangen wir an. This is a new prototype, and what's special about it and makes it different to normal enduro bikes? Yeah, hello guys. So this is a prototype concept with modular system. We built it the bike so it will be like very rider and also mechanics friendly. So you can see there's nothing like crazy integrated stuff. It's a one frame that can do 140, 160 and 100 millimeter thanks to the Flotec suspension point, the pivot. And it will be aluminum bike, very durable, easy to maintain. We will deliver the bike with external cable routing, but it will be also available with the internal system. Yeah. And we think that this bike can come only in two sizes, so SM and LXL. So it's kind of a different approach than the other brands, but we really think that there's a need for a bike. Yeah. Bike will be friendly to the rider and mechanics, and not just overcomplicated carbon stuff. So okay. Yeah, and it's also planned as an e-bike. Yes, we have also an e-bike version that is building right now. We cannot say around which engine this bike will be built around, because it's still it's still secret, but it will have a huge battery, powerful engine. It has the same top tube, as you can see also on the top tube. There will be a place so you can place a rack, and we believe that it's not just an enduro bike, but it can be also adventure bike or even commuter if you want strong, powerful, full suspension bike. In Germany, there are some dealers, or do you sell direct to the customers? We are selling through a German distributor, a company Becher, from the north of Germany. Yeah. So if you can go on rockmachinebikes.com, you will find more details.
Okay, also sehr, sehr spannendes Projekt, weil es auch so ein bisschen so wie so ein kleiner Gegentrend. Andere Marken, alles mit Carbon, alles mit eigenen Standards oder sehr kompliziert in verlegten Zügen. Und hier hat man die komplette Wahl innen verlegt, außen verlegt, alles simpler und sehr, sehr spannender Ansatz und wir können gespannt sein, wie es dann, wenn es nächstes Jahr auf den Markt kommt. Ja, thanks a lot. Vielen Dank. Und ja. Und bis später, sehen wir uns. See you. Ja. Danke, tschüss. Immer noch auf der Eurobike Fahrradmesse und wollen euch natürlich oft Neuheiten präsentieren, Innovationen. Und hier bei Mace Erding gibt es Airbags für Fahrradfahrer. Man kennt das schon nur für den Kopf, gibt es das schon länger. Aber das ist jetzt ein System, was noch mehr Sturzzonen schützen soll. Und wir wollen uns mal erklären lassen, wie kamt ihr darauf und wie kam, sagen wir, von der Idee zum Produkt? Ja, wir kommen darauf, dass wir eben die weltweit erste Schutzweste für Arbeiter entwickelt haben und haben eben so die Stürze von geringen Höhen abgesichert und haben dann auf die Idee gekommen zu sagen, ja, lass uns doch dieselbe Technologie für Fahrradfahrer erweitern. Und da wir selber begeisterte Fahrradfahrer sind, haben wir uns eben überlegt, wie man am besten eben diese Sicherheit mit Airbag-Systemen in Fahrradfahren transferieren kann. Wie lange war es quasi von der Idee bis zur Umsetzung, dass man sagt, jetzt hat man ein serienreifes Produkt für den Markt? Das ging dann relativ schnell. Durch das, dass wir das Know-how schon mit der Aufblastechnik und den Algorithmus gehabt haben, waren wir nach 2 Jahren eigentlich so weit, dass wir jetzt das präsentieren können, was wir hier am Stand präsentieren. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht es in der Praxis aus? Ich habe jetzt so ein bisschen geschaut, ist das ein Rucksack oder wie genau funktioniert das? Es ist ein kleiner Rucksack, den man eben so eine Art Halfter, den man eben trägt und aus dem ist der Airbag integriert. In dem Rucksack-Halfter kann man aber auch Kleinigkeiten wie noch ein Müsli-Riegel, Telefon, Schlüsselbund eben zusätzlich noch befördern. Ich würde schätzen, so 3 Liter Volumen hat er auch als Packmaß. Ist es kombinierbar mit einer Hip-Bag? Weil das ist ja auch ein Trend, sage ich mal, dass viele dann das Erste-Hilfe-Set und noch andere Sachen an der Hüfte tragen. Es ist kombinierbar mit dem Hip-Bag, weil wir eben das so designt haben, dass das System hier eigentlich über dem letzten Rippenbogen aufhört. Fahrradfahren ist ja, sag ich mal, eine Multidisziplin-Sportart oder auch Freizeitart oder, sag ich mal, eine Art der Bewegung wegen der Alltagswege, die man hat. Welche Bandbreite sprecht ihr damit an? An Fahrraddisziplinen, ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Mountainbiken, ein Kollege fährt Gravelbike, andere, ich fahre auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wo ist da der Fokus? Also der Fokus liegt natürlich für, ich sage immer, die Wald- und Wiesenfahrradfahrer, E-Bike-Fahrer. Es ist schwierig zu behaupten, wir schaffen Mountainbiken. Ich würde sagen, 80% der Mountainbiker können damit auch fahren. Da kommt noch was, damit wir auch in Zukunft die Mountainbiker damit bedienen können. Aber das große Spektrum geht von Gravelbiken bis über Commuten, Straßenverkehr und auch Land- und Wiesenfahrradfahren. Also liegt quasi daran, weil in der normalen Mountainbike ja, Bewegung fährt man durch die Wälder und alles easy, aber wenn jetzt jemand sagt, ich springe da mal den 3 Meter drauf runter, auf einmal wirken andere Kräfte und dafür habt ihr auch was geplant, aber bisher wäre es dann eher für die normalen Mountainbiker und E-Mountainbiker ein Thema. Genau, für alle die sage ich mal, im Mittelgebirge unterwegs sind und nicht im Bikepark unterwegs sind, für die ist unser System genau das Richtige. Jetzt kommt natürlich direkt die Frage, die Airbag-Systeme, die man auf dem Fahrradmarkt bisher kennt, haben sich auch ein bisschen platziert nach dem Motto, wir sind für die Frisur heil haben wollen, die keinen Helm fahren wollen. Wenn ihr die sportlicheren Zielgruppen auch habt, dann sind das ja primär Leute, die auch mit Helm fahren. Ist das quasi universal einsetzbar, weil Helme kommen ja auch in sehr verschiedenen Formen und Größen? Genau, also wir sind der Meinung, dass es eben nichts Besseres wie einen Hartschalenhelm zurzeit gibt und wir haben eben das dadurch kombiniert, dass wir eben die Schutzzonen erweitern für die Schulter, für den Rücken und eben auch für die Brust und haben eben gesagt, in der Kombination hat man den optimalen Schutz.
Aber man kann quasi sagen, ob jemand sagt, ich fahre gerne auch mal eine Abfahrt ein bisschen mit einem Kindschutz oder einen höheren Helm, flacheren Helm, gibt es ja sehr verschiedene Formen. Ist das universell einsetzbar oder sollte man das irgendwie vorher prüfen? Es ist generell universell einsetzbar, den Kindschutz, das ist die einzige Variante von Helm, die man eben nicht hernehmen sollte, weil wir eben von der Form her unseren Airbag so designt haben, dass dieser Airbag den Kindschutz eben ersetzt. Also wir haben eben diese Polster, die wir eben hier sieht, die eben genau für den Gesicht, für Jochbein eben gedacht sind und genau das braucht man eben nicht, diesen Kindschutz hier. Man kennt es jetzt von den Airbag-Systemen, die man als Helmersatz hatte, das Thema Wiederverwendung. Wie sieht das denn bei euch aus? Man hat jetzt einen Sturz gehabt, alles gut gegangen und jetzt möchte man das Produkt wiederverwenden. Was kommen da für Kosten und Aufwände auf einen zu? Also bei uns ist es so, dass wir eben unser System wiederverwenden können. Man muss einfach eine neue Kartusche in das System integrieren. Man kann das System selber zusammenlegen. Es gibt eine Anleitung da dazu. Man verschließt es mit wiederverschließbaren Reißverschlüssen und kann sofort wieder losstarten. Kosten bewegen wir uns so zwischen 50 und 70 Euro, je nachdem, ob man eine recycelte Kartusche nimmt, weil wir recyceln die Kartuschen wieder, oder ob man sich eine neue kauft. Beziehungsweise ob ich meine alte Kartusche einschicke oder ob ich eine neue bekomme. Wie sieht es aus, wenn man das mal genauer sich anschauen will? Wird das über Händler verkauft oder im Direktvertrieb? Oder habt ihr noch Veranstaltungen in Zukunft, wo man sich das Ganze mal anschauen kann? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir sind jetzt eben so neu auf dem Markt, dass wir eben hier sind, um neue Händler zu suchen. Und wir sind für offen, ob wir es eben über die Händler distribuieren, aber auch Online-Händler suchen und haben aber auch eine eigene Homepage, auf der man es eben beziehen kann. Super. Ja, dann werde ich das Ganze mal ausprobieren. Ich finde es eine super Innovation, weil Verletzungen durch Fahrradfahren passieren häufig durch minimale Augenblicksentscheidungen oder äußere Faktoren. Und wenn man sich dann weniger verletzen würde, ist es ja wirklich eine sehr hilfreiche Innovation. Und ich bin mal ganz gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video und danke für alle Informationen. Danke. Hallo liebe Leute, heute sind wir am Stand von Steppenwolf und ich glaube, da werden bei einigen von euch schon Erinnerungen wach. Eine bekannte Kultmarke aus dem deutschen Bereich und es gibt ein Comeback. Und ja, dann lassen wir uns jetzt mal hierzu mal erklären, wie kam es dazu und was ist jetzt neu bei Steppenwolf? Also Steppenwolf ist, wie du auch gesagt, ist eine Kultmarke aus dem deutschen Raum aus Sangerhausen und in den letzten Jahren hat er geschlafen. Und wir haben jetzt die Marke heute, beziehungsweise gestern, wieder ins Leben erweckt. Und Steppenwolf ist deshalb besonders, weil wir alles in Deutschland montieren. Das ist eine deutsche Marke und wir haben besondere Qualitätsmerkmale, die wir dann an unseren Rahmen, beziehungsweise an unseren Lädern gebaut haben. Und Steppenwolf kannte man dann von den Medien im sportiven Einsatz, im Trail-Einsatz, also Action, Adrenalin, Spaß. Ist da immer noch der Schwerpunkt oder wie habt ihr euch da aufgestellt? Absolut. Also Steppenwolf ist für uns eine sportliche Marke und der bleibt auch eine sportliche Marke, obwohl wir 18 unterschiedliche Modelle haben und darunter auch Tiefeinsteiger, Trekkingräder und so weiter und so fort. Aber unsere Hauptaugenmerkmale sind immer die sportlichen Räder. Auch bei den Trekkingmodellen haben wir deshalb zum Beispiel uns für 100 mm Federwege entschieden, um so ein bisschen zu zeigen, alles klar, auch hier mit dem Fall, dann kann man ja so ein bisschen Spaß haben und sportlich bleiben. Jetzt stehen wir am Topmodell. Kann man denn da so die Abfahrtsgene oder sag ich mal die Trailgene erkennen? Was sind denn so die Features? Also hier kann man echt extrem viel Spaß haben mit dem Fahrrad. Ich kann ja mit dem Rahmen anfangen. Wir nennen das ein DST-Steuerrohr, den wir so verformt haben, so schön, damit es erstens einheitlich mit dem Oberrohr und Unterrohr bleibt und auf der anderen Seite auch optisch schön aussieht. Und das ist einzigartig bei allen Steppenwolf-Frames. Dieses Modell hier, der hat 160 mm Federweg vorne und hinten. Federelemente sind von RockShox. Hier sind ein Lyric gebaut und mit Shimano EP8 Motor. 85 Nm, Details kennst du ja auch. Ja. Und von Schaltung haben wir die Shimano XT, aber die i2. Also das ist dann wiederum elektronisch. Ja. Und auch die Shimano XT Bremsen, also Gruppenreihen eigentlich alles. Das war auch in der Vergangenheit bei Steppenwolf so und jetzt auch in der Zukunft wird es genauso sein. Und was noch besonders ist, versteckt sich hier darunter. Ja. Nämlich die 835 Wattstunden Akku. Oh, okay. Genau, das ist der größte Akku, den wir in der Range haben. Ja. Und das passt auch in jedem Frame, unabhängig von dem Modell und Rahmengröße.
super. Ist denn quasi, sind da so verschiedene Modelle, was jetzt Akkureichweite oder auch Laufradgröße gegeben, oder habt ihr euch da schon fokussiert auf gewisse ja, Optionen? Also besonders was die Mountainbikes angeht. Wir haben drei unterschiedliche Varianten bzw. Rahmenplattformen. Das erste ist ein Hardtail mit 120 mm Federweg und 29er. Und das zweite ist 140 mm Fully, ja, auch 29er. Und das ist die 160 mm Fully, auch 29er. Okay. Genau, so ist da unser Fokus. Ja. Also wenn man jetzt Interesse bekommen hat und sagt, man möchte gerne mal so ein Rad Probe fahren und dann vielleicht auch erwerben, wie sieht es in der Zukunft aus? Wo sind die Räder auffindbar? Also erstmal, man muss sich ein bisschen gedulden, weil die Räder werden ja verfügbar sein ab Februar 2024. Ja. Und die werden ausschließlich im Fachhandel sein. Also im Zweirad-Universum, Zweirad-Union-Universum, sagen wir mal, ja, so. Steppenwolf ist unsere Marke für Fachhandel und das wird ausschließlich bei Fachhandel erhältlich sein. Okay, super. Und wenn ihr jetzt quasi jetzt neu gestartet seid, man muss erstmal wieder, sag mal, reinkommen, die Marke hat ein bisschen geschlafen, hat sie gesagt. Habt ihr da so eine Vision, wo die Marke in ein paar Jahren stehen kann, vielleicht mit Rennteam, gesponserten Fahrern, oder was sind eure Pläne und Visionen? Also wir haben sehr viele Pläne, ich möchte nicht alles verraten, ja, aber von meiner Aufregung merkst du ja vielleicht so, die Pläne sind groß. Also wir wollen Steppenwolf auf jeden Fall weiterhin in Deutschland herstellen, auch in der Zukunft, nachdem wir es gelauncht haben, und Steppenwolf als eine sportliche Marke wird auch dann im Sportbereich vertreten sein. Klar, wir haben nur zurzeit nur E-Bikes, auch die Pläne für die Zukunft sind nur für E-Bikes gedacht, aber ja, wer weiß, was die Zukunft noch so mit sich bringt. Ne? Super, dann bedanke ich mich und hoffe auch mal so ein Rad testen zu können. Bin ich ja echt gespannt, weil natürlich in meiner Generation war das immer eine Marke, zu der man aufgeschaut hat. Das ist so ein Punkt auch für mich, weil als ich noch jünger war, so 15, 18 Jahre alt war, ich habe die Kataloge geblättert und ich habe immer davon geträumt, so ein Fahrrad zu haben. Jetzt darf ich dafür arbeiten. Das ist natürlich, ja, ich kriege heute noch Gänsehaut. Ja, das ist ein guter Full Circle, sagt man in England. Ja. Allerdings, ja. Super, dann bedanke ich mich und sehr gern. Viel Erfolg. Sehr gerne, vielen Dank. Wir möchten natürlich nicht nur Neuheiten vorstellen, sondern auch Besonderheiten. Und jetzt sind wir gelandet bei Atelier Heritage Bikes. Die habe ich auch schon auf anderen Messen gesehen. Und jetzt habe ich einfach mal nachgefragt. Und zwar könnt ihr es ganz gut erkennen, der Kern dieser Marke ist eigentlich, dass sie hochmoderne E-Bikes bauen, verschiedene Einsatzbereiche und diesen klassischen Motorrad-Look haben. Was, denke ich mal, viele von der Zielgruppe auch ansprechen kann. Wir sind hier am Top-Modell von den in der EMTB-Schiene, also auch für Enduro, Freeride. Und ihr seht das hier an den geschwungenen Oberrohr mit diesem metallischen mit der metallischen Abdeckung. Ja, klassischer Look verbunden mit der modernen EMTB-Technologie. Und was hier auch noch besonders ist, wenn man mal schaut, es ist auch ein Motor, der ähnlich wie bei Pinion die Getriebeschaltung schon im Motor integriert hat. Also dass man hinten kein Geklappe hat, keine Schaltung, die beschädigt werden kann und so weiter und so fort. Also auch sehr moderne Technik hier integriert und freigegeben fürs Grobe natürlich. Auch wenn man jetzt Bikepark fahren will oder sowas. Und ich denke mal, kein EMTB, was man fahren will, wenn man nicht auffallen möchte. Da wird man wahrscheinlich immer mal angesprochen, weil es aber diesen uniken Look hat. Und ja, ich denke mal, das wird viele ansprechen. Man kann die Fahrräder sich von der Webseite bestellen. Geplant ist aber laut Hersteller auch ein Vertrieb in Deutschland. Jetzt ist es EU-weiter versandt. So, wir sind jetzt am Stand von Pinion. Manche von euch werden es kennen, bekannt für Getriebe, Schaltungen, die nicht hinten sind, sondern zentral, schön unten im Rahmen. Und da gibt es eine, ja, ich würde schon sagen, ein Game Change, eine Neuigkeit. Wir haben den Dirk hier. Erzähl mal, was ist da jetzt der neue Schritt
bei Pinion. Ja, danke für die Einleitung, Marc. Das ist tatsächlich so, dass wir eine neue Ära EMTB einleiten. Und zwar nicht mit dem klassischen Pinion-Getriebe, sondern mit der Motorgetriebeeinheit von Pinion. Hier jetzt neu auf der Eurobike stellen wir zusammen mit 9 Partnern und über 30 Modellen eine Antriebseinheit dar, die den Markt revolutionieren wird, weil sie Motor und Schaltung aufeinander zuentwickelt in einem kompakten Paket liefert. So in der Form nicht am Markt, weil wir 12 Gänge integrieren mit einem Full-Power-Motor im Vergleich mit 85 Newtonmeter. Ja, und was daraus eigentlich entsteht, ist nicht das, was da ist, sondern das, was fehlt. Und wie du es richtig angesprochen hast, das Heck ist super aufgeräumt, super leicht. Wir sparen bis zu 600 Gramm an Kassette, Derail, ja, alles ist weg. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen mehr machen um das Schaltverhalten, um die Schaltungseinstellung, um dafür, dass ich mir irgendwas abreiße im Gelände. Das ist ein super leichtes Heck. Geile Federperformance, weil es einfach hier hinten überhaupt gar nichts mehr gibt, was dem im Wege steht. Ja, und im Prinzip all diese Schaltprobleme, die es bisher gab, sind Schnee von gestern, weil das System unter Last schaltet, präzise, in jeder Situation. Es ist wirklich fantastisch. Es ist einfach nur ein Knopfdruck und der Gang sitzt. Okay, super. Wenn du jetzt quasi sagst, es ist eine neue Verbindung von Schaltung und Motor. Jetzt gehen wir mal kurz für die E-Mountainbike-Freunde und bei unseren Zuschauern. Ja. Der Motor. Womit kann man den vergleichen? Ist er so spät in der Liga mit Bosch, Brose oder so? Ist das auch für diese Boost, sag ich mal, Boost-Geschichten? Mhm. Und auch von der, sag ich mal, Akkureichweite ist ja immer so die Frage, die jeder fragt, wie weit komme ich denn damit, wenn ich ganz mehr klar, als Eco fahre? Ganz klar. Genau, also ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also um die Vergleichbarkeit wirklich einordbar zu machen, ist es so, dass wir von einem Full-Power-Motor besprechen. Und wenn wir Full-Power meinen, dann ist das halt kein Elite-Motor, der halt nur Minimal Assist bietet, sondern das ist halt wirklich ein ernstzunehmendes Full-Power-E-Bike, das im Vergleich 85 Newtonmeter liefert. Das ist auf dem Niveau von gängigen anderen Branchenbegleitern, Yamaha, Shimano, Bosch natürlich etc. Die bieten ähnliche Systeme an. Allerdings dann ja immer mit getrennten Schaltungen, die irgendwie miteinander arbeiten müssen, die irgendwie klarkommen müssen, mit enorm viel Verschleiß. Und du hast das Gesamtsystem angesprochen, auch das ist wichtig. Wir haben hier einen Systemintegrationspartner, das ist der Partner FIT. FIT liefert Akkus in verschiedenen Varianten. HMIs wie die Remote-Einheit mit oder ohne Display, es gibt die App dazu, es gibt eine komplette Service-Infrastruktur und das heißt, das ganze System ist eingebettet, sodass es hier halt eine große Varianz gibt, dass ganz unterschiedliche Bikes entstehen können. Von 500 Wattstunden im Akku bis hin zu 1400 mit Range Extender, das ist in diesem Bike nicht möglich, aber mit diesem Konzept sind sogar 960 Wattstunden möglich. Okay. Super. Wenn man jetzt mal die Zielgruppe und die Marktübersicht anguckt, wir haben jetzt hier ein, sag ich mal, relativ geländetaugliches Fully, also auch für technische Strecken mit mehr Federweg. Wo habt ihr da euren Fokus? Enduro, All-Mountain oder vielleicht auch einfach Hardtails? Was ist da bisher so am Markt dann neu jetzt am Start? Ja, guter Punkt. Also vor uns steht das Bulls VUCA Evo AM2, heißt es tatsächlich. Die AM2-Ausstattung ist das Topmodell mit den Factory Suspension-Komponenten. Und wir haben hier die E112 Motorgetriebeeinheit verbaut. Wir bieten die unterschiedlichen Varianten an. Eben um halt für jeden Use Case die richtige Einheit zu bieten, haben wir das E112, das E19 und dazu nochmal die Speed Pedelec Varianten. Das heißt, wir unterstützen auch Fahrradkonzepte, die bis zu 45 km/h unterstützen oder fahren. Und das ist für uns also so, dass wir dadurch eine sehr große Bandbreite im Markt abbilden können. Das ist ein reinrassiges Enduro, wie gesagt, mit einer krassen Heckperformance, ganz neu. Also das System hier ist absolut lautlos auf dem Trail, im Downhill, kein Kettenschlagen mehr, keine klappernden Elemente, kein Ketten- oder Ritzelverschiebungen, die man auch manchmal so kennt und die man dann im Freilauf hört. Es ist einfach ein sehr, sehr sorgloses System mit 10.000 Kilometer Wartungsintervall. Und dieser Wartungsintervall, der macht es dann auch interessant für Pendler, für Cargo-Radfahrer, für Kompaktbike-Fahrer. Und so haben halt all unsere neuen Marken mit über 30 Modellen halt eigentlich für alles, was am Start. So muss man sich vorstellen, also so wie man früher, sag ich mal, die Shimano XT-Gruppe eingeordnet hat, die sowohl am klassischen Mountainbike sitzt, als auch am Tourenrad, kann man auch sagen, dass die MGU von Pinion halt für eine Vielzahl von Fahrradgattungen funktioniert. Super. Ja, das, dann danke ich schon mal für die Information. Also ich kann ja auch noch mal ergänzen, ich bin auch Getriebe, Schaltungsfans und ich glaube, habe immer den Eindruck gehabt, dass viele Mountainbiker oder E-Mountainbiker
Mountainbiker das gar nicht kennen. Ja. Also die gar nicht wissen und die, wenn sie jetzt bisher keine krassen Zwischenfälle hatten, auch gar nicht so die Nachteile von der Kettenschaltung sehen. Und ja, deswegen kann ich allen Zuschauern nur sagen, probiert es mal aus, weil diese Sorglosigkeit, das ist für mich so der Trumpf, weil ja. Ich will nicht eine Schaltung nachstellen, Probleme haben mit der Kassette und so weiter. Und wenn man das mal testen will, seid ihr dieses Jahr noch irgendwie auf Festivals oder sowas? Genau. Also wir geben jetzt auf der Eurobike hier 23 den Auftakt, den öffentlichen. Wir starten hier auch an den Festival Days zum Wochenende halt für alle. Dann halt auch ein großes Testprogramm. Das heißt, ja. Während die Messe läuft, haben wir noch im Außengelände auf der Demo-Area einen großen Bereich, wo diese MGU-Bikes getestet werden können in allen Fahrgattungen und am Wochenende halt auch vom Publikum. Da freuen wir uns sehr drauf, auch auf die Resonanz. Und wir sind später im Jahr dann noch zum Beispiel in Brixen, wo wir dann in Südtirol dann noch auch das da noch Festivals mit begleiten. Auch dort wird es dann immer weiter auch testbar sein. Also ich freue mich auch, wenn du drauf sitzt und da mal deine Erfahrung sammelst, weil als erfahrener Getriebe-Liebhaber wirst du merken, dass dieses System jetzt unter Last schaltet in jeder Situation. Das ist krass. Okay, dann bedanke ich mich und dann würde ich sagen, auf jeden Fall mal testen und danke für alle Infos, Dirk. Sehr gerne, Marc. Macht's gut. Ciao.